genug ausgeruht? Ja, Hein. Dann kümmern wir uns jetzt um deine zweite Frage. Was ist das klügste Tier der Welt? Was denkst du eigentlich so persönlich, welches Tier es sein könnte? Schwer zu sagen. Affen sind intelligent. Eichhörnchen sind intelligent. Ameisen sind intelligent. Und Papageien sind es auch. Keines deiner genannten Tiere ist das klügste Tier der Welt. Obwohl ich zugeben muss, dass deine Vermutungen schon sehr gut waren. Beim Papageien warst du am nahesten dran, denn es geht tatsächlich um einen Vogel. Oh, tatsächlich? Um welchen denn? Den Raben. Raben sind sogar etwas klüger als ihre nächsten Verwandten, die Krähen. Außer in Südamerika sind sie überall auf der Welt verbreitet. Zusammen mit den Krähen gibt es insgesamt 42 verschiedene Arten und wenige tropische und seltene Arten sind nicht nur schwarz, sondern auch grün, grau, blau und weiß. Und bei den Weißen meine ich damit nicht die Albino-Raben, die ja sowieso, sondern tatsächlich eigenständige Rassen. Was kaum jemand weiß, ist, dass Krähen und Raben stark mit den Sperlingen verwandt sind. Raben haben eine Körperlänge von bis zu 70 cm und sind dadurch die größten Sperlingsvögel überhaupt. Raben und Krähen haben ihren Namen durch ihren krächzenden Laut. Eine Krähe krächzt mehr so in die Richtung Kra und der Rabe mehr in die Richtung Rab. Im Mittelalter hörte man da oft das Wort Grab raus. Und da sie auch gelegentlich Aas, also totes Fleisch, fressen, hatten diese Tiere zu der Zeit einen schlechten und verfluchten Ruf und galten als Unglücksbringer und Boten des Todes. Durch ihre robusten Beine können Raben sehr gut laufen und hüpfen. Raben sind sehr anpassungsfähig und können dadurch vom Dschungel bis zum Gebirge vorkommen. Durch ihre hohe Intelligenz können sie fast überall leben und fast alles fressen. Sie sind sogar intelligenter als Menschenaffen, wie Tests bewiesen. Und selbst die Queen in Großbritannien schenkt den Raben durch deren Intelligenz besonders viel Aufmerksamkeit. Raben sind sogar so intelligent, dass sie Angelschnüre aus dem Wasser ziehen und den daran hängenden Fisch fressen, wenn die Angeln unbewacht sind. Aber sie können auch brutal rüberkommen, denn in Deutschland werden mehr Lämmer von Raben in Gruppen erbeutet als von Wölfen. Klingt unglaublich, ist aber tatsächlich wahr. Raben können also auch sehr komplexe Handlungen planen. Wenn sie mal eine harte Schale nicht knacken können, um an Futter dran zu kommen, legen sie die Schale auf die Straße, warten bis ein Auto drüber gefahren ist und die Schale geknackt wurde. Sie holen sich erst dann ihr Futter, wenn die Ampeln auf Rot sind und die Raben wissen, dass dann keine Autos fahren. Verdammt clever, oder? Auch wenn etwas Neues, aber scheinbar Wichtiges auf die Raben zukommt, geben sie dieses als wichtiges Erbgut sofort an ihre Kinder weiter. Und selbst Schlussfolgerungen verstehen Raben komplett. Damit sind sie außer dem Menschen das einzige Lebewesen, welches Schlussfolgerungen komplett ziehen kann. Auch unterhalten sich Raben hauptsächlich durch Gestik.
Raben können in der Regel zwischen 20 bis 30 Jahre alt werden. Ein enorm hohes Alter für Vögel. In der Mythen- und Märchenwelt tauchen Raben auch immer wieder mal auf und gelten dort als geheimnisvoll und klug. Zur Zeit der Pest haben Pestärzte sogar Masken mit der Form von Rabenköpfen getragen, um sich vor dem Tod zu schützen. Außerdem konnten Tücher mit Duftölen in den Schnäbeln der Masken gelegt werden, um den Verwesungsgeruch der Toten zu übertünchen. Sicherlich gibt es auch noch mehr interessante Sachen und Fakten über Raben zu berichten, aber ich denke, für heute reicht es. Auch das war mal wieder richtig toll erklärt. Vielen Dank, Luzi. Und jetzt zeige ich dir als Dank auch den Weg, den du nehmen solltest, um zur Holzhütte zu kommen, in der du heute übernachten kannst, ne? Die Hütte ist nämlich leerstehend und morgen kannst du dann gut ausgeruht weiter nach Duisburg ziehen. So soll's sein. Danke dir. Na dann wollen wir mal los.